Hallo, heute möchte ich euch ein kleines Lautsprecherprojekt von mir vorstellen. Das ist ein Lautsprecher, der hauptsächlich auf die Idee getrimmt ist, einen Lautsprecher in einem herzförmigen Gehäuse zu haben. Hier braucht man sich weder hohe Lautstärke noch guten Bass noch guten Klang oder sonst irgendwas erwarten. Es ist halt einfach ein kleines, nettes Projekt. Ja, das hier ist ein Visaton BF45 und als Verstärker ist ein Bausatz mit einem TDA 2822 verbaut. Ja, auf der Rückseite befindet sich ein Schalter und dann leuchtet hier der Schlitz. Das Gehäuse ist aus einem Block Eichenholz gebaut. Ich habe das folgendermaßen angestellt. Ich habe das mit dem Bandsawbox-Prinzip gemacht und es läuft folgendermaßen ab. Man schneidet als erstes diese äußere Herzform auf der Bandsäge aus und dann schneidet man hier vorne eine Platte ab und hinten eine Platte ab. Dann nimmt man sich die mittlere Sektion und schneidet hier vielleicht 8 mm innerhalb von dem Rand nochmal ein Herz aus, sodass man hier eben nur die Wand stehen bleiben hat. Dann nimmt man einfach die vordere Platte wieder drauf und die hintere kann man schrauben. Genau. Ansonsten gibt es zu dem Lautsprecher auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist überhaupt nichts Besonderes an ihm. Aber das Schöne ist halt, dass es ein Lautsprecher in Herzform ist. Hier hinten das Batteriefach, da musste ich ein bisschen nachdenken, weil den Lautsprecher werde ich ja an eine Freundin schenken. Und die hat natürlich kein Ladegerät für irgendwas oder so. Und deshalb war es mir wichtig, dass ich hier auf AA-Akkus oder beziehungsweise AA-Batterien setzt. Jetzt ist es allerdings so, dass es zwar Batteriehalter gibt, die eine Klappe nach außen haben, allerdings sind die allesamt für dieses Projekt zu groß gewesen und hätten dann auch zu viele Akkus beherbergt. Und deshalb musste ich mir hier selber was einfallen lassen. Es gibt hier diese Aluminium-Rückplatte und die kann man zur Seite aufschieben. Man braucht ein bisschen Kraft dafür, aber dafür hält sie auch gut. Und dann kann man hier einen kleinen zylindrischen Batteriehalter rausnehmen, wo drei Akkus Platz haben. Ja, das war's soweit zu dem Video. Ich hoffe, es ist vielleicht eine Anregung für euch. Man muss es ja nicht in Herzform machen, sondern man kann ja auch, was weiß ich, ein Auto draus machen oder so. Ja, macht's gut, Leute. Tschüss.